Hey Freunde und willkommen zurück zu diesem neuen Fortnite Rette die Welt Video. In dem Video möchte ich euch mal anhand des Spiels selbst erklären, wie ihr ganz einfach euer Blitzlevel erhöhen könnt. Und ich weiß, dass die letzten Tage kein Video mehr kam, aber das lag einfach daran, dass ich wenig Zeit hatte und mein neues System auch schon da ist, was ich ja auch angekündigt habe, dass ich einen neuen PC bekommen werde, den ich beziehungsweise holen werde. Die Freunde von Dubaro haben mir den zusammengestellt gehabt, dort habe ich ihn gekauft. Ich habe alle Links von meinem System einfach mal in die Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr euch das mal angucken, dass ihr auch seht, was für ein PC ich aktuell habe und wenn ihr selber mal einen PC zusammenbauen lassen wollt, dann könnt ihr euch bei Dubaro auf jeden Fall melden. So, am Ende des Videos gibt es noch ein paar Gewinnspielinformationen, wie es da weitergeht und da habe ich auch noch mal ein paar Infos, also bleibt am besten dran. Und die Leute, die es jetzt immer so wollten, ich habe versprochen, dass ein Video kommen wird, wie man am einfachsten sein Blitzlevel erhöhen soll oder beziehungsweise kann. Und was ist das Blitzlevel? Das Blitzlevel ist ja eigentlich dafür da, dass man hier stärker wird, dass man in höhere Zonen reingehen kann und so weiter. Und dieses Blitzlevel hat verschiedene Faktoren in sich. Also ich habe drei Faktoren, damit man das Blitzlevel steigern kann. Und das alles will ich euch jetzt mal ein bisschen erklären und zeigen. Das Video geht, glaube ich, ein bisschen länger. Das werde ich euch jetzt zeigen nach dem Intro, Freunde. Freunde, was wir tun müssen, ist auf jeden Fall, wir gehen erstmal zu den Einheiten hier oben, dann Überleben der Einheiten. Das ist der erste Faktor, der am wichtigsten ist, um euer Blitzlevel, das hier links oben angezeigt wird, zu steigern. Und was man genau dafür tun muss, ist eigentlich ziemlich einfach. Am Anfang habe ich das auch nicht ganz so gecheckt, aber mit der Zeit lernt man das. Und zwar haben wir verschiedene Teameinheiten. Einmal die Medi-Einheit, Alpha, Feuerteam, Tüftler, Ingenieurteam, Trainingsteam, dann Nahangriffseinheit, Aufklärungsteam und die Ideenschmiede. Diese Einheiten oder diese Überlebenden sind für euch wichtig, damit ihr euer Blitzlevel steigern könnt. Und dafür benötigen wir die sogenannten Karten dafür. Also ich weiß nicht, ob man das Karten nennt. Auf jeden Fall die Mitglieds... Ich nenne das jetzt einfach... Mitgliedskarten, ja. Es gibt die in selten, es gibt die auf häufig, also grün, selten, episch, legendär und in mythisch, Freunde. Und ich glaube auch in grau. In grau gibt es die auch, Freunde, aber graue würde ich jetzt nicht so empfehlen, auch für die Anfänger nicht. Und zwar, was hier wichtig ist, Freunde, es gibt verschiedene Faktoren, die euch auch hier aufgeklärt sind. Hier steht zum Beispiel Charakterzüge und Setbonus. Ich bin der Meinung, dass beides wichtig ist, dass man das beachtet. Ja moin, ich mach mal kurz hier das Smartphone aus, stumm. Ich bin der Meinung, dass man beide Sachen wirklich auf darauf achten sollte, dass man wirklich den Charakterzug hat. Also Charakterzüge, die müssen passen und die Setbonus. Und diese zwei Sachen hängen vom Anführer ab. Das heißt, wenn der Anführer jetzt Charakterzüge pragmatisch hat und da auch noch steht, dass der Anführer passend ist, dann ist das schon mal alles richtig. Charakterzüge ist pragmatisch, das heißt, wir benötigen hier unter Mitglieder der Einheit immer Mitglieder mit dem Charakterzug pragmatisch. Und wenn wir das haben, Freunde, dann ist schon mal die erste Reihe von Charakterzügen, beziehungsweise was hier zu dieser Einheit passt, richtig. Und dann gibt es noch den Setbonus. Der Setbonus ist hier auch wichtig und ist auch ein wichtiger Faktor. Der gibt euch auch wirklich... ich sag mal pro Bonus nochmal 5% oder 5 Punkte mehr dazu. Was wichtig ist, was ich selber noch nicht gewusst habe, dass sich die epischen Überlebenden zwischen den legendären Helden nicht großartig unterscheiden. Es sind ungefähr 5 Punkte. Das heißt, wenn ihr einen legendären, wenn ihr einen epischen überlebenden Mitglied habt, ja, und der hat einen Setbonus, dann nimmt lieber den, bevor ihr den legendären ohne Setbonus habt, so wie ich jetzt hier zum Beispiel. Beispielsweise, ich gehe jetzt mal auf ändern, ich gucke mal, ob ich einen habe. Wir sehen rechts unten die wichtigsten Charakterzüge. Da sehen wir, ob er passt und ob er einen Einheitenbonus hat, also diesen Setbonus. Und wir sehen, dass diese epische, hat die einen Namen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier mit der Maus drauf. Ich denke mal, ihr seht das. Ich klicke die jetzt einfach mal an. Die hat hier zum Beispiel pragmatisch, das passt. Und Setbonus, Fallenhaltbarkeitsbonus, auch noch 2 zu 2. Das heißt, ich bekomme hier einen Bonus zu meinen Fallen, also zu meinen Fallen. Das heißt, dass meine Fallen, die Haltbarkeit von meinen Fallen erhöht wird. Wenn ich aber die legendäre drin lasse, mag sein, die ist legendär, hat aber keinen Bonus. Das macht wieder die legendäre Einheit schwächer als die epische. Und so ein großer Unterschied zwischen episch und legendär ist nicht da.
Das heißt, was ich euch empfehlen werde, was ich dann auch noch umbauen werde, sobald ich in Twin Peaks bin, ich bin kurz vor Twin Peaks, werde ich meine legendären aussortieren, die keinen Bonus haben, und meine epische reinsetzen, die einen Bonus haben. Allerdings, wenn ihr einen seltenen habt, also blau, dann solltet ihr das wirklich lassen. Also das, die Seltenheit blau zwischen episch und legendär ist wirklich hoch. Also da sind es, glaube ich, schon 10 bis 12 Punkte ungefähr, so in Prozent gerechnet. Und das macht dann schon ein bisschen was aus. Deswegen empfehle ich euch immer zwischen episch und legendär zu wechseln, dass ihr seht, welcher, wenn ihr jetzt einen legendären Einheitenbonus hat, ist ja klar, dass ihr den legendären nimmt. Wenn der epische hat, nehmt ihr den epischen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe, glaube ich, noch keinen mythischen Überlebenden gezogen bisher. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt mythische gibt. Das würde ich mal gerne wissen, Freunde. Schreibt es mir mal in die Kommentare, weil das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es legendäre gibt, aber mythische Einheiten gibt es nicht. Es gibt mythische Anführer, die habe ich hier auch drin. Aber ob es mythische Einheiten gibt, weiß ich nicht. So, und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, habe ich auch nur epische drin. Hier zum Beispiel passen fast alle, außer der hier, Bonusfähigkeit 1 zu 3 passt. Da kann ich den nochmal wechseln, wenn ich einen hätte, weiß ich nicht, ich habe anscheinend keinen mehr. Seht ihr? Ihr seht dann unter dem Charakter, also wo die Karte angezeigt wird, seht ihr solche Symbole. Wenn alle beide Symbole ausgemalt sind, sage ich mal, also befüllt sind mit dieser, ja, dass man das sieht, dass es nicht, also nicht, dass sie ausgegraut sind, sondern dass man halt ein Symbol sieht, dass es leuchtet. Wenn die zwei leuchten, heißt es, dass dieser Charakter genau in diesen Slot reinpasst. Wenn nur eins davon ist, wichtig ist hierbei einfach die Charakterzüge, die müssen passen, weil die bilden eure Einheit aus. Wenn ihr alles mit, also ich sag mal, wenn ihr keine Einheitenboni habt, ist das jetzt nicht so schlimm, aber die Charakterzüge müsst ihr wirklich darauf achten, vor allem, dass die passen, weil die machen euer Blitzlevel aus. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich nehme jetzt mal hier die Ideenschmiede. Ist bei mir hier der Nick Frequenz Gollop, heißt er. Ist auf Blitzlevel 174, also Level 30 gelevelt, und hat Charakterzüge Träumer. So, und alle, die ich hier drin habe, haben auch Charakterzüge Träumer, nur die haben keine extra Boni. Die muss ich dann noch auswählen. Aber Freunde, es ist wichtig, dass ihr den Anführer wirklich aufs Maximum hochlevelt, was ihr könnt, weil der Bestandteil von dem, der Bestandteil von einer Einheit ist immer der Anführer, der gibt euch die meisten Punkte. Deswegen empfehle ich euch, levelt immer zuerst den Anführer auf, ich sag mal, wenn ihr bei Plankarton seid, reicht es, wenn ihr den Anführer erstmal auf Level 20 macht und dann kommen die Einheiten. Macht alle Anführer auf Maximum, was ihr könnt, und danach macht ihr die Einheiten, so. Und wenn ihr das gemacht habt, Freunde, dann liegt es an euch, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ihr Plankarton seid und dann nach Brutal wechselt, dann könnt ihr ab da wieder hochleveln. Was ihr braucht, ist natürlich nicht Skizzen-XP, sondern überlebende Einheiten-XP. Die bekommt ihr fast in jeder Mission. Und da ist es jetzt auch noch wirklich wichtig für euch, Freunde, es gibt unter Aufträge eine Herausforderung, oder beziehungsweise eine Herausforderung, die heißt, keiner bleibt zurück. Ich bin jetzt schon bei Phase 19 und ich bekomme, wenn ich 115 Überlebende in erfolgreichen Missionen rette, bekomme ich 54.000 XP. Ich glaube, bei Phase 1 bekommt man 20 oder 30.000, dann geht es immer 1.000 immer weiter höher. Bin mir nicht so sicher, auf jeden Fall ist das immer unterschiedlich. Und diese Mission ist für euch dann die wichtigste, die ihr dann macht, neben den anderen Missionen, wo ihr dann praktisch die Einheiten leveln wollt, also beziehungsweise wo ihr diese überlebende XP sammeln oder farmen wollt. Ich weiß, in Twin Peaks geht es richtig ab mit den Einheiten Level, aber beziehungsweise mit den XP, aber trotzdem ist das überall so angepasst. Deswegen achtet auf Missionen, die wirklich euch das meiste an überlebende XP geben. Und jetzt werde ich euch so in den Dreh durchschnittlich noch zeigen, was genau es bedeutet mit diesen drei Faktoren. Der erste Faktor war ja, überlebende Einheiten zu leveln. Der zweite Faktor ist bei den Fertigkeiten und der dritte Faktor auch bei den Forschen-Fertigkeiten. Ich habe meinen Fertigkeitenbaum 2 und 3 und 1 eigentlich so weit, so gut geskillt, wo ich eigentlich nichts mehr brauche. Ich werde euch jetzt zeigen, was es eigentlich ausmacht, wenn ihr beim Forschen Stufe 1, 2, 3 und Fertigkeitenbaum 1, 2, 3 bis ich bin und 4, was ich jetzt auch noch bin, was es bringt, denn das Blitzlevel nochmal zu erhöhen. Denn, Freunde, wenn wir unser Blitz, wir können unser Blitzlevel auch leicht anheben, je nach Forschungsstufe wird es dann angepasst. Ich sag mal, bei Forschungsstufe 2 ist es nicht so hoch wie bei Forschungsstufe 3. Deswegen zeige ich es euch bei Forschungsstufe 3. So.
Freunde, wir haben hier einmal, jetzt bekomme ich wieder einen Invite, so, wir haben hier einmal die Standhaftigkeit, das macht einmal das Blitzlevel aus, dann der Angriff, dann der Gruppentech und dann einmal hier die Resistenz der Gruppe. Diese vier Fähigkeiten oder diese vier, ich sag mal auch Faktoren, was dazugehören, diese machen euer Blitzlevel auch aus. Das heißt, wenn ihr diese Level, zum Beispiel 1 freischaltet, bekommt ihr einen Teil von eurem Blitzlevel gut geschrieben. Ich werde jetzt die Kamera ein bisschen links hoch moven, dann werdet ihr sehen, wie das aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Standhaftigkeit hochsetze, Freunde. Ich muss das mit 2700 Forschungspunkte bezahlen. Das werde ich jetzt machen und jetzt achtet einfach links oben drauf, wie dieser Balken erhöht wird. So, Freunde, habt ihr es gesehen? Es ist nicht viel gewesen, das ist richtig. Aber dafür, dass ihr dann zum Beispiel nicht spielt, sagt man mal, ihr spielt 2 Tage nicht, dann habt ihr euren Forschungspunktebaum komplett voll aufgeladen, dann könnt ihr 2-3 Stufen hochgehen, dann macht das schon was aus. Ihr habt es gesehen, durch diese Faktoren, was ich euch jetzt gezeigt habe, wird das Blitzlevel ausgemacht. Es gibt nur die 3. Ich weiß nicht, ob es irgendwas anderes gibt. Bei den Helden ist es nicht so. Ich kann jetzt hier zum Beispiel den schlechtesten Helden bei mir nehmen, der nicht mal gelevelt ist, ja. Und das macht das Blitzlevel kein Meter aus, Freunde. Kein Meter. Ich habe jetzt hier einen Level 10er drin. Ich kann sogar euch als Beispiel auch zeigen, dass ich die hier alle wegmache. Mal gucken. Ich mache einfach irgendwelche schwachen Leute rein. So. So, Freunde. Und das Blitzlevel ist kein Meter runtergegangen. Das bedeutet, die Helden haben keinen Einfluss auf euer Blitzlevel. Sie machen euch zwar stärker, wenn ihr die auf 100, ich sag mal 130 gelevelt habt und ihr spielt in Twin Peaks, sind sie natürlich stärker. Allerdings, wenn ihr einen 130er Helden habt oder 106er und ihr seid in Plankerton, werden die wieder runtergescaled, ja? Das ist das gleiche wie mit den Waffen. Waffen und Helden entscheiden nicht euer Blitzlevel. Das Wichtigste ist einfach die Einheiten, Freunde. Das sind die wichtigsten. Und ihr braucht dafür wirklich viel XP, ja? Und natürlich auch Regentropfen nicht vergessen. Regentropfen natürlich, Freunde. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was das so für einen Unterschied macht, wenn ihr ganz viel XP sammelt. Ich habe jetzt hier auch wirklich sehr viel XP gesammelt. Ich will alle mal auf Level 20 noch bringen. Und wenn ich alle Einheiten bei mir auf Level 20 gebracht habe, erst dann kommen die auf Level 30. Also sprich, ich tue sie dann mit einem Regentropfen-Upgrade auf 3 Sterne hoch upgraden. Und wenn ihr, das werde ich euch jetzt gleich zeigen, sobald ich hier die fertig gelevelt habe, wenn ihr einen Überlebenden eine Stufe höher steigen lässt, ja, dann, Freunde, geht das schon enorm Stück hoch. Und bei den Anführern ist das am meisten so. Das heißt, wenn ihr Level 30 seid, beziehungsweise ihr seid Level 20 mit dem Anführer und ihr wollt auf Level 30 hochgehen, müsst ihr Regentropfen benutzen. Und das gibt euch wirklich einen riesengroßen Balken. Kommt drauf an, was für einen Anführer ihr habt, ob episch, legendär oder mythisch. Das ist halt so ein wichtiger Faktor, den ihr einfach beachten müsst. Also mythische, also wenn ihr einen mythischen Anführer habt, würde ich den euch empfehlen. Dann müsst ihr halt schauen, dass ihr die Einheiten mit den Charakterzügen passend macht. So, Freunde, nur mit dem bisschen Leveln, was ich jetzt hier mache. Alle auf Level 20 bin ich schon fast ein Level abgestiegen. Und ihr werdet es nochmal gleich sehen. Ich werde noch ein paar XP behalten, damit ihr sehen könnt, wie viel das ausmacht, wenn ich meine Einheit, beziehungsweise eine Einheit davon, auf Level 30 jetzt mache. Also sprich, von Level 20 auf 21 brauche ich ja die Regentropfen. Das werdet ihr gleich jetzt mal sehen. Ich mache jetzt noch den hier auf Level 20. So. So, Freunde, das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Ich werde jetzt einfach einen, der auch mir einen Bonus gibt, hochsetzen. Ihr seht, ich bin kurz vor Level 72. Das heißt, ich nehme hier, nehmen wir einfach den hier, der ist jetzt hier schon Level 20. Und den werden wir jetzt einfach mal weiterentwickeln. Ich brauche dafür 20 Regentropfen. Regentropfen sind wirklich gefragt und wirklich nicht so oft zu finden. Beziehungsweise, die gibt's oft. Aber man muss halt dafür Missionen machen. In Plankerton und in Brutal gibt es schon bereits Missionen mit 18 bis 36 Regentropfen. Und in Twin Peaks geht das schon höher. Wenn ihr eine Mission habt, wo ihr Regentropfen gewinnen könnt, beziehungsweise freischalten könnt oder kostenlos bekommen könnt, dann würde ich euch empfehlen, die zu machen. So, wir werden jetzt weiterentwickeln. Freunde, ihr habt es gesehen, es ist wirklich ein großer Boost gewesen von Level 71. Also ich habe noch ein Stück gehabt ungefähr und von Level 71 auf 72 habe ich jetzt so ein, ich sag mal so, ja, ich sag mal 10% ungefähr habe ich einen Balken davon bekommen und das ist schon ein Level Up für mich jetzt gewesen dadurch.
Und Freunde, das ist eigentlich das ganze Hack-Mack, wie man sein Blitzlevel erhöhen kann. Es gibt eigentlich nichts anderes, was man machen kann. Man kann beim Fertigkeitenbaum, das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr da Resistenz der Gruppe habt oder Gruppenstandhaftigkeit oder Standhaftigkeit normal, dann levelt die auch hoch, denn die bringen euch am meisten die Punkte für die Blitzlevels. Also das Blitzlevel zu steigern. Ja, Freunde, das war das Ganze, was ich euch zu den Blitzleveln sagen konnte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt am Ende bekommt ihr noch ein paar Informationen zum Gewinnspiel und was es noch für Neuigkeiten gibt auf meinem YouTube-Channel. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, Freunde. Wir würden uns dann im nächsten Video sehen und ich würde mich ab hier jetzt verabschieden. Viel Spaß, haut da rein, euer Wiz, verabschiedet. Freunde, vielen Dank, dass ihr jetzt dran geblieben seid. Und zwar gibt es jetzt für euch noch ein paar Informationen zum Gewinnspiel des 10.000 Abonnenten-Specials. Und zwar, Freunde, wie ihr wisst, bekommt ihr ab dem ersten Platz diese 15€ Gutscheinkarte, beziehungsweise ihr bekommt ab dem ersten Platz ein Starter-Pack in Battle Royale. Oder ihr dürft euch selber aussuchen, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, nicht Battle Royale spielt, dann könnt ihr euch natürlich eine Guthabenkarte davon bekommen, wenn ihr wollt. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, dass euch das Gewinnspiel gefällt. Wir haben jetzt fast schon 11.000 Abonnenten erreicht und ab 15.000 Abonnenten habe ich gesagt, ich löse es auf oder am 15.07. löse ich es auf, wenn bis dahin halt die 15.000 Abonnenten noch nicht erreicht sind. Ansonsten, Freunde, checkt doch am besten die Infobox ab, wenn ihr Interesse daran habt, bei uns auf dem Discord-Server vorbeizuschauen, wenn ihr mal traden wollt, wenn ihr mal zusammen Missionen spielen wollt, etc. oder Hilfe braucht, kommt auf den Wiz Army Discord-Server, alles ist in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr auch günstige PSN-Karten sucht, bzw. braucht, dann guckt einfach mal in die Infobox, dort habe ich die wichtigsten Links auch nochmal für euch verlinkt. Gut, Freunde, das war's vom Video, wir sehen uns dann im nächsten Video, euer Wiz verabschiedet sich.